So, ein wunderschön, herzlich willkommen zu Clicker Hero Folge 42. Ja, ich habe die andere doch nicht konvertiert, macht doch euren Scheiß alleine. Genau. Ja, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, ich habe gerade, wie gesagt, bin vor 20 Minuten aufgestanden, habe jetzt gerade mal die ganzen Füls aktiviert. Dies, das, Ananas. Eins läuft sogar noch. Sehr schön. Oh. Alter, was ist denn hier los? Irgendwie hatten wir diesen Fall schon mal gehabt, ne? Wo sie einfach alle abkopiert sind, wo wir dann irgendwie nur noch einen einzigen hatten. Das ist traurig, das ist echt traurig. Das ist absolut traurig. Das ist sowas von traurig. Traurig. Was wir tun machen können, wäre ZB, dass wir sagen, ach komm hier, bam, und dann bam, macht zwar keinen Sinn, aber ist doch egal. Hier noch ein bisschen so, und ich weiß nicht, wie ist das, Ananas. Ach komm, 1 und 2 können wir auch nochmal aktivieren, vielleicht können wir nochmal den Boss hier besiegt. Können wir sogar schaffen, wir haben 70 Minuten. Ach was, das schaffen wir doch nicht. Ja, wir haben es geschafft, unser altes, also der Ziel der vorherigen Ascension zu schaffen. Yay! wir haben mehr als 1E36. Nice! Ja, haben wir dafür auch 2 Ascension gebraucht, statt eine, aber ist okay, es ist okay. Das sind Details, die interessieren keinen. So. Apropos Details, mal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme überhaupt funktioniert, ne? Ob alles stimmt, kennt man ja. Traurig. Scheint zu funktionieren, sehr schön. Apropos Details, ein Detail wäre auch Vollbildmodus. So, was wir jetzt dementsprechend natürlich machen, ist natürlich erstmal Ascenden, ganz klar. Ja klar, 29, muss ich jetzt mal aktualisieren hier, bam. Bam. So, dann stehen wir schon auf, naja, immerhin für, vielleicht haben wir doch die 50. Wir haben noch, nein, nee, wir haben noch 2 Ascension, dafür Zeit, dass in 2 Ascension nochmal 10 Ancient Souls dazu zu bekommen. Ich denke mal, das wird eher schwer. Das wird eher schwer. Eher schwer. Eher ganz schwer. So, okay, dann gucken wir erstmal, was wir hier so machen können. Bei meinem Handy ist der Akku leer. So, 6E17 ist auf jeden Fall erstmal drin, mehr mache ich nicht. Vielleicht ist 6E17 auch schon zu viel. Die Zahl hier sinkt irgendwie ganz schön rapide ab, ne? Also möchte ich ja mal erwähnt haben. So, 443, das ist kein Problem. Dann, was mache ich hier gerade? Das war gerade sinnfrei. Können wir hier überall mal 10 Level raufschicken. Auf die ganz, ganz teuren. So. Was? Hä? Wie sagt er nur? Hä? Kann sein, dass hier wieder Rundungsfehler drin ist? Ja, ist Rundungsfehler. Guckt mal unten bei effektiv Level. Aktueller Level 114, obwohl es 115 sein müsste, weil ich gerade 10 Level gekauft habe. Und jetzt steht da aber Agent, Engine Level 114 plus Relikt 2. Jeder, der gut rechnen kann, weiß genau, sind genau 117. Spaß. Also 116. Das heißt, es ist hier tatsächlich ein Rundungsfehler. Eigentlich müsste hier 15 stehen. Und dann würde nämlich auch das hinhauen. Ja, das ist eins dieser typischen Clicker Hero Bugs. Was einfach daran liegt, dass Clicker Hero halt intern mit
Rundung arbeitet. Und Clicker Hero ist halt nicht so gut wie Basic Clicker, ne? Ach, mein Programm wird so genial. ja. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen mal hier weiter. Okay, so. Naja, ein Level könnte ich vielleicht noch machen. Nee, ist zu teuer. Definitiv zu teuer. Definitiv zu teuer. So, 6,34. Na, da können wir auf jeden Fall nochmal drauf steuern. Also, das ist ja. Das ist ja hier. Ist ja. Preiswert as fuck. Okay, ich glaube mal, die unteren drei lasse ich dann aber auf 6. Ich bin mir unschlüssig, ob ich die hier auf 8E17 heben sollte oder lieber die unteren auf 7E17. Also, ob ich unsere Damage, also unsere drei Damage-Könige hier auf 8E17 setzen sollte oder lieber dafür unsere drei Goldies unten auf 7E17. Na, also hier, ne? Also der hier und der hier sind halt die, ne? Heiligen drei Könige des Damages. Und das hier sind die drei Goldies. Die drei. Was wäre sinniger? Ach was, ich heb einfach die Heroes Souls auf. Vielleicht eine ganz gute Idee. So, dann haben wir hier Open All. Haben wieder ordentlich Heroes Souls zum Ausballern. Die geben wir gleich direkt alle auf Tsuchi, weil wird was wert, können wir direkt überspringen. Übernehmen aber, geben aber nochmal trotzdem 10 auf Frostleaf. Ne, ich glaube, das brauche ich irgendwie nicht mehr. Ich mach einen. Einer ist gut, ja. Einer ist so. Man möchte zeigen, dass man etwas getan hat, ne? So dieses. Ne? So. Ich muss heute noch einen Bossfight machen. Damit wir denn heute Abend auch wirklich transzenden können. Fight. Wow, Ronny, du machst voll heftig Damage. Mach mal hier, klick die Klick. Klick mal. Ey, klick doch mal. Warum machst du denn keinen Damage, du Hurensohn? Du bist voll schlecht. Alter, 836. Boah. Ja, das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen. Ich weiß nur leider, also mittlerweile aktiv spiele ich jetzt bei meiner Tablet-Version nicht mehr, weil ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, wie ich da jetzt weitermachen soll. Weil passiv spielen. Ich sollte mal mein Handy laden. Passiv spielen bringt halt nichts und aktiv spielen kann ich nicht. Ja. Aber gut. Um Bossgegner zu bekämpfen bei den Raids, bei den Clan-Kämpfen reicht es noch aus und für mehr dann halt nicht. Ist auch egal. So. Wir haben soweit alles. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier Finger auf dem Abzug. Am besten gleich 5 Finger auf dem Abzug. Ist ein großes Maschinengewehr. Und dann machen wir mal hier Action Party Holiday. So. Es wäre halt witzig, wenn es so viele Funktionen geben würde, bei allen Helden 100 Level kaufen oder zumindest sowas wie, ne, weiß nicht. Wenn man einfach sagt, okay, siehst du, wäre eigentlich auch geil, wenn es so eine Funktion gibt, die das Geld auf alle Helden einfach verteilt. Wo man einfach für das Geld, was man hat, einfach überall gleichmäßig Heldenlevel kauft. Oder sogar noch besser wäre eigentlich, wenn man sagt, okay, nein, für das Wertmäßige. Also quasi immer da Geld ausgeben, wo es am billigsten ist, das so lange, also quasi immer, also ne, aus programmiertechnischer Sicht einfach eine Schleife gucken und die Schleife macht nichts anderes als zu gucken, okay,
Welcher Held würde gerade fürs nächste Level am wenigsten Geld brauchen? Das eins hochleveln, dann wieder gucken. Welcher Held würde jetzt am wenigsten Geld kosten? Eins hochleveln. Welcher Held würde am wenigsten kosten? Eins hochleveln. Und das so lange, wie gesagt, intern als Schleife, bis man kein Level mehr kaufen kann, weil der billigste oder das billigste Level immerhin mehr wäre, als man gerade hat. Ne? Einfach so eine Schleife machen, das wäre eigentlich super easy. Könnte man also eigentlich. Alter, warum ist Clicker Hero nicht Open Source? Ich könnte das halt so stark geil modifizieren. Aber ist leider nicht. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist proprietäre Software scheiße. Aber gut. Ich baue ja mittlerweile mein eigenes Clicker Hero. ja. So, genau, dann haben wir das Ding schon mal aktiviert. Da ziehen wir gleich mal eine Stunde ab. Und dann haben wir eigentlich soweit alles. Dann kann ich jetzt hier schön mein. Achso, mein Autoklicker aufsetzen. Und dann sind wir soweit eigentlich zufrieden. Achso, ich sollte doch mal hier Aktivmodus freischalten. So, 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 so. La 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 la. Wirklich. Ja, okay. Genug gespielt. Oh. Ja, bitte stirb nicht in der Zeit. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wobei, ganz ehrlich, selbst wenn er jetzt nicht stirbt, muss ich ihn erstmal noch 8 Stunden schicken, 9 Söldner kaufen. Und in den 8 Stunden stirbt er dann garantiert. Also, wenigstens kriegen wir jetzt 5 Rubi. Und tot. Spaß. Ganz ehrlich, ein Söldner, der wirklich in der letzten Sekunde stirbt, das wäre eigentlich auch so richtig so. Hast du verdient, Wichser. Ja. Akzept. Was soll ich auch sonst machen? Ich meine, ich weiß es doch auch nicht. Na gut. So. Jo. Dann lassen wir das Ding einfach mal so laufen. Also außer, dass ich dann natürlich nachher umgilde. Auf Tsuchi. Quatsch, brauche ich ja gar nicht. Das ja. Also den Autoklicker von Frostleaf auf Tsuchi umlege. Gegelt ist er ja bereits. Und dann mal gucken, wie weit wir in der Ascension kommen. Ruby. Check. Das war's. Hopp, weg. Okay. Dann würde ich mal sagen: Vollbildmodus raus, einmal minimieren und dann schau mit V.